Anna und willkommen zurück zum gemütlichsten Backformat auf ganz YouTube Deutschland. Und ich spreche das so aus, weil heute der 11.11. ist und in Köln ist heute Karnevalsanfang. Aber wir verschotten uns hier und frönen aber einer Leidenschaft richtig, nämlich nicht dem Bier trinken, sondern dem Kaffee trinken. Und nach meinem letzten 3 Herbstgetränke, die man von Starbucks sich selber machen kann, Video, seid ihr ja quasi explodiert und habt mir 1 Million Vorschläge geschrieben, was ihr noch gerne bitte haben möchtet. Und da wir ja alle kein Geld haben und nicht zu Starbucks gehen wollen, machen wir uns das selber. So, und während ich schon mal die Milch und die Tassen zu mir ziehe, könnt ihr mir ja mal ein Abonnement auf diesem Kanal da lassen. Yay, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir machen als allererstes den Kaffee, den ihr euch am meisten gewünscht habt, damit ihr direkt damit starten könnt. Dann macht ihr euch den, ja, und dann guckt ihr das restliche Video fertig. So, wir machen nämlich als erstes den White Mocha Chocolate. So, und wir machen den tatsächlich in vegan. Ihr könnt natürlich alles auch mit normaler Milch machen, wenn ihr das gerne möchtet. Ihr könnt den Sirup, also das Ganze ist mit einem weißen Schokoladensirup, ihr könnt den selber machen. Ich habe euch den Link unten in die Infobox gepackt. Ich habe nachher auch noch 2 Rezepte für euch, wo ich euch zeige, wie man den Sirup selber macht. Jetzt benutze ich aber, falls ihr den Sirup nämlich kaufen möchtet, die schnellste und einfachste Variante. Nämlich gibt es von Monin, und das ist keine Werbung, wir haben den Scheiß selber gekauft. Es gibt von Monin Kaffeesirup ohne Ende. Die sind nicht alle vegan. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da gibt es den Sirup Chocolate Blanc. Und damit starten wir. Und der Milch. Ihr könnt einen Kochtopf nehmen. Ihr könnt einen Milchaufschäumer nehmen. Wie ihr lustig seid. Ihr könnt auch eine Mikrowelle nehmen. Nehmt meinen. Wie du dich erschreckt hast. Was soll denn passieren? Ich mache jetzt aber erstmal den Syrup rein. So. Macht er nach Gefühl. Der ist halt sehr süß. Ich würde ein bisschen aufpassen. Milch ist aufgeschäumt. Das kommt mal zur Seite. Man sieht natürlich nichts, weil der Sirup halt durchsichtig ist. Voll langweilig. Ach, klasse. Könnt ihr es schon riechen? Ja, mega. So, pass auf. Riecht richtig weit mockrig. Da fehlt jetzt aber natürlich noch ein Kaffee. Ein Kaffee. Oh mein Gott, ich kann es nicht. Flölölötsch, wollte ich sagen. Jetzt ist das, dann drehe ich ihn halt hier so hin. Wow. Das sieht schon richtig gut aus. Oh, das riecht aber gut. Oh, holla, da fällt mir der Fuß ab. Ist das süß. Ja. Boah, ich habe ein bisschen zu viel Sirup reingenommen. Mein Stiefvater hat Diabetes, der könnte das wahrscheinlich nicht trinken. Nee, ich glaube, es wäre nicht zu viel Zucker für den. Okay, das war ja bis hierhin absolutes Anfängerprogramm. Wir machen jetzt mal mit dem kranken Scheiß weiter. Der White Mocha Chocolate ist ja so ein All-Day-Favorite. Dieses Jahr gibt es aber neue Favoriten und einen, den habe ich jetzt gesehen, das fand ich ein bisschen sick. Komm mal wieder runter, Starbucks, dachte ich mir. Das ist nämlich der Toasted Marshmallow Latte oder sowas. Also quasi gerösteter Marshmallow Latte. Und das konnte ich mir nicht entnehmen lassen. Entnehmen lassen. Wir müssen damit anfangen, dass wir einen Sirup selber machen. Ja, Mann, jetzt fängt es nämlich an. Und zwar ein Roasted Marshmallow Syrup. Und unten in der Infobox findet ihr das Rezept. Und ich zeige euch jetzt, was ihr dafür braucht. So, für den Sirup brauchen wir diese Produkte. Ich habe auf meinen Einsatz so gewartet. Das wie bei, wie heißt es, Smash Brothers, der, die Yoga-Trainerin. Ja, stimmt. Ich bin die Yoga-Fit-Trainerin. Ja. Oh, ich bin Yoga-Unfit-Trainerin. Wir brauchen für den Sirup wenig Zutaten. Wir brauchen eigentlich nur Wasser, Zucker und Marshmallows. Und normale Marshmallows sind nicht vegan. Es gibt aber eine Marke, die haben wir online gefunden, die heißt Dandies. Die haben vegane Marshmallows. Allerdings habe ich nur die kleinen gefunden. Das heißt, wir brauchen eigentlich von der Menge her 8 große oder 64 kleine. Spaß mit Mathe. Wir wollen ja ein Roasted Toasted Marshmallow Ding, also auf einem Lagerfeuer gegrillt. Deswegen brauchen wir jetzt... Ein Lagerfeuer in der Küche. Hey! Und es brennt auch schon. Oh, mein Handy klingelt. So, flülülülütsch, das Wasser mit das Zucker kommt jetzt hier rein und das schmelzen wir erstmal, damit es karamellisiert. Oh, lecker, ein bisschen Zuckerwasser. Ameisen lieben diesen Trick. So, das. Und die können wir schon mal in die Pfanne tun. Die sollen ja geroastet werden. Sehen Sie, wie nichts passiert. Es sieht aus wie diese Schaumstofffüllmasse aus. Nicht essen, das ist mathematisch alles genau berechnet. Ich mache jetzt einfach das, was man nicht machen soll und lasse das anbraten von einer Seite bei viel zu hoher Temperatur. Das funktioniert, guck, da wird was braun. Marshmallow Jelly, angebrannte Masse, ja, Mann. Eine arme Pfanne. Du musst so leiden, ey. Es lebt. Es lebt. Töte mich. Das kommt jetzt auf jeden Fall da rein. Mmh, ach, gesund. Klasse.
Das ist einfach nur Flöckchenwasser. Bis hierhin sieht es noch nicht so lecker aus, aber das liegt daran, dass wir das noch viel länger köcheln lassen müssen. Ja. Sirup muss man richtig lange kochen lassen. Ripp, Pfanne an der Stelle. Der Sirup muss gar nicht richtig fest andicken. Das reicht, wenn er so ein bisschen schwabbelig geworden ist. Und weil ich die Marshmallows verbrannt habe, sind da jetzt ein paar Stückchen drin. Deswegen fülle ich den jetzt durch ein Sieb ab. Oh nein, siehst du, ich wusste es. Und das ist der Sirup. Schauen Sie, er sieht köstlich aus. Ich will die nur so ein bisschen anflehen. Oh lol. Er brennt. Ich finde, die sind für ein Lebensmittel irgendwie zu doll entflammbar. Jetzt hält der hier nicht mehr. So, das sieht gleich ganz wunderschön aus. Warten wir es ab. Wir machen jetzt unseren Roasted Marshmallow Latte. Und dafür brauchen wir den gerade eben gekochten Sirup. Man kann ihn mit Sicherheit aber auch irgendwo kaufen. Und schäumen mal wieder ein bisschen Milch auf. Und wir machen jetzt mit etwas Trinkschokolade noch ein mini bisschen Kakaochen rein. Ich habe jetzt hier die von Sarotti. Die ist ebenfalls vegan. Ihr könnt natürlich wie immer nehmen, was ihr möchtet. Und ich nehme jetzt einen Teil von der Milch schon. Die ist nämlich auch gerade heiß. Schauen Sie. Und dann verrührt ihr das so, dass das gerade flüssig ist. Eher fast noch ein bisschen wie eine Paste. Wunderbärchen. Ich raste komplett aus. Das riecht unfassbar gut und kommt in unsere Tasse. Schauen Sie. So, das als erstes. Dann würde ich 1,5 Esslöffel von unserem Sirup da reingeben. Oder machen wir 2. Sagen wir 2 Esslöffel für den intensiven Geschmack. So, dann kommt unsere Milch rein. So. So, und dann kommt noch unser Espresso Patronum rein. Meiner hat in Form einer Tasse. Krass. Uno Espresso. Und dann kommt noch Sahne drauf. Warten Sie, wir haben nämlich, es gibt auch vegane Sprühsahne. Ja, bitte? Ah, okay, von Schlagfix. Und das ist diese hier, voll geil. Die kann man schmeckt, beispielsweise im Kaufland kaufen. Kann man im Kaufland kaufen. Ich habe schon geteilte Meinung gehört, was den Geschmack dieser Sahne angeht. Muss man mögen. Ich finde es okay. Da kommt jetzt noch ein Häubchen drauf. Oh mein Gott. Was passiert hier? Die Gains müssen gesaved werden. So, und da kommt jetzt noch. Da kommt jetzt ein bisschen Kakaopülverchen oben drauf. Wow. Schwupp. Wow, oder? Ich bin begeistert. Guck mal, wie geil das aussieht. Ich bin so gespannt auf den Geschmack. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ein gerösteter Marshmallow-Kaffee schmecken soll. Jetzt weiß ich aber nicht. Jetzt muss ich mir kurz ein bisschen Platz von der Sahne machen. Sonst habe ich das gleich alles an der Schnute hängen. An der Schnute. So, ich will ja den Kaffeegeschmack. Das ist crazy. Es schmeckt super lecker. Ich hätte vielleicht ein Mühe weniger Kakao noch reingemacht. Ich habe das Gefühl, es schmeckt ein bisschen wie Popcorn irgendwie. Oh, lecker. I like. Aber was natürlich nicht fehlen darf, neben so einem grandiosen Kaffeechen, ist der absolute Highlight-Klassiker, nämlich die Toffee-Nut-Latte. Und da kann man theoretisch auch Sirup kaufen, ne? Könnt ihr auch machen, zum Beispiel von eben Monin da, die haben sehr, sehr gute Kaffeesirupse. Wir können den aber auch selber machen, das machen wir jetzt ganz, ganz schnell. Und dann machen wir uns einen Toffee-Nut-Lutte. Lotte. Und den kriegst du, weil ich habe hier meinen noch. Dankeschön. So, und wir starten damit, dass wir einen Karamellsirup kochen. Ich habe theoretisch Karamellsirup hier drin. Das finde ich halt ein bisschen langweilig. Und falls ihr das nicht habt oder nicht kaufen könnt, zeige ich euch jetzt, wie ihr ganz einfach aus 3 Zutaten Karamellsirup selber machen kann. Das dauert echt nicht lange. Wir starten nämlich damit, dass ich den Paddel mal darunter nehme und wir den Zucker auf den Boden dieses Kochtopfes verteilen. Dann kippen wir unnötig kompliziert von einem Topf in den anderen. Genau, so. Jetzt kippen wir es in einen noch größeren Topf. So, das stellen wir jetzt auf, ja, mittlere Hitze, hallo. Und dann warten wir, bis das Ganze so ein bisschen anfängt braun zu werden. Wir rühren nicht um. Ah, so sieht das dann jetzt aus nach ein paar Minuten. Ihr seht schon, das fängt jetzt langsam an zu karamellisieren. Das hat sich jetzt einmal alles aufgelöst und jetzt habt ihr Karamell gemacht, liebe Kinder. Guckt es euch an, es sieht ganz geilo aus. Da kommt jetzt abwechselnd von unserer Margarine immer ein Stückchen rein. Plopp. Und ihr seht, das ist noch mörderheiß. Es ist fast noch ein bisschen zu heiß, hätte ich gesagt. So, jetzt ist der Sirup ein bisschen abgekühlt. Ihr seht, die Butter bzw. Margarine schmilzt trotzdem so fröhlich vor sich hin.
und verbindet sich zu einem ganz wundervoll dickflüssigen Sirup. Da kommt jetzt noch, da machen wir noch schnell den Rest Sahne dazu. Oh, schauen Sie, braun. Wow. Das Toffee-Nut-Baby hier kommt jetzt noch mal kurz auf den Herd. Das hat ein bisschen was von einem Bild von Van Gogh, finde ich. Ja, und wieder deine Lieblingsfarbe. Guck mal, die Augen da drin. Ah, töte mich! Ihr kocht das jetzt einfach noch mal ganz kurz auf, damit das ein bisschen sirupiger wird. Das ist der fertige Sirup. Den füllen wir jetzt auch einmal wieder ab. Und dann haben wir richtig geilen Toffee-Nut-Sirup. Was eigentlich nur Karamellsirup mit Butter und Sahne ist. Ja. So, und jetzt fängt unser Bastelsatz wieder an, nämlich wir brauchen eine Tasse und da kommt jetzt als erstes ein bisschen Schokoladenmilch rein. Ich habe es schon mal abgefüllt, wie gesagt, alle Mengenangaben in der Infobox. Und ich habe die von Oatly genommen, die Haferkakao, die ist super lecker. So, wir machen erst den Sirup rein. Ich nehme mal 2 Esslöffel. Dann kommt die Schokomilch. Es ist nur fast die Hälfte daneben gegangen. Ich bin voll stolz auf mich. Dann kommt die Müllitsch drauf. Oh nein. Oh, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt in schön. Verdammt nochmal. So. Und dann kommt noch der Espresso rein. Boah, guck mal die Karamellschicht hier oben drauf an. Oh mein Gott, wie gut sieht das bitte aus. Ich versuch's mal mit dem Schwupp. Schwupp. Oh, hat fast geklappt. Dann kommt ein bisschen Sahne oben drauf. Ich versuche nicht 3 Tonnen drauf zu machen. Wahrscheinlich werden es aber 3 Tonnen. Ja. Okay. Und wenn ihr jetzt noch komplett ausrasten wollt, könnt ihr noch ein paar Schokostreusel oben drauf machen. Und ein paar gehackte Haselnüsse. Und wenn ihr richtig krass sein wollt, dann könnt ihr die sogar noch rösten vorher. Look at this beauty. Ich raste komplett aus. Wow. Schön. Oh mein Gott. Ich schiebe mal die Sahne kurz in meinen Mund. Und es riecht ganz großartig. Ich bin sehr gespannt. Der schmeckt einfach original wie bei Starbucks. Ich liebe Toffee-Nut-Lutte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was davon euer Lieblingskaffee ist und was wir sonst noch so gerne machen können. Wir können gerne auch noch eine Weihnachtsedition machen. Und falls euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und falls ihr jetzt noch herbstliche Getränke haben möchtet, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Oder ihr wollt was Schnelles, Leckeres kochen. Da ist das Video von dem Herrn. Hier sind unsere Kanäle. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag um 18 Uhr bei einem neuen Video wieder. Macht es gut, bis dann und tschüss!